Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zurück zu einem erneuten Tag hier in Minecraft in Zukunft. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute, meine Damen und Herren, ist wieder eine ganz, ganz besondere Folge, denn es sieht nämlich so aus, als wäre mein Besuch nämlich nach Hause gefahren. Ja, schade ist es, der liebe Flo war nämlich hier für ein paar Tage zu Besuch, ja, beziehungsweise für zwei Folgen war der liebe Flo hier zu Besuch. Und ich weiß, ihr habt das alle mega cool gefeiert und sonstiges, aber ich weiß jetzt nicht, ob der Flo jetzt nochmal wiederkommt oder sonstiges. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er ja mal wieder, aber das steht jetzt alles noch in den Sternen und so weiter und so fort. Draußen regnet es, das ist ganz und gar nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, wie wir den Regen irgendwie jetzt wegbekommen können, weil ich möchte nämlich mit euch zusammen mir das Haus von Flo nämlich nochmal ein bisschen genauer angucken. Das ist irgendwie so ein bisschen dumm, weil der Flo hat nämlich hier so mitten rein in die Stadt, also es ist ja hier entsteht ja eine Stadt, Leute, wie alt bekannt ist, ne? Und da steht halt dieser moderne Shop, da hinten wird dann halt nochmal irgendwie ein Haus gebaut, das sind alles hier so Einfamilienhäuser, sag ich mal einfach, und hier sind halt moderne Häuser und dann steht einfach so ein Klumpen, so ein grüner Klumpen, so, keine Ahnung, der Flo, was hat der da gemacht? Ich weiß es nicht, das ist einfach so ein grüner, keine Ahnung, alter Klumpen, ist es einfach in meinen Augen. Das ist irgendwie, das Haus sieht irgendwie ein bisschen komisch aus und das ist sehr, sehr auf mittelaltermäßig gehalten, wenn ihr versteht, was ich meine. In so einer modernen Stadt passt es halt irgendwie so gut wie gar nicht rein. Und ich will, dass es aufhört zu regnen. Kann ich mich nicht ins Bett legen, dass es aufhört zu regnen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und Flo hat mir auch noch gesagt, dass er irgendwie so eine Art Secret oder sowas mit eingebaut hat. Also keine Ahnung, ob ich das irgendwann mal finde. Und was hat er hier gebaut, Leute? Wir müssen das unbedingt weg. Hä? Hä, was ist das? Wieso kann ich das nicht abbauen? Bitte geh weg. Okay, wir müssen das halt irgendwie abbauen, Leute. Wie gesagt, also der Flo hat mir irgendwo nochmal ein Secret mit eingebaut und so. Also keine Ahnung, was er da gemacht hat. Er hat gesagt, ich werde es so spätestens in 10 bis 20 Folgen, werde ich dieses Secret irgendwo finden. Ich weiß halt gar nicht, was der meint. Also ich habe wirklich überhaupt keinen Plan. Vielleicht wisst ihr das ja, Leute. Aber bitte nicht spoilern. Ich will es eigentlich selbst herausfinden. Aber behaltet das einfach für euch, ne? Jetzt habe ich den Boden hier kaputt gemacht. Oh nein! Ich habe den Boden kaputt gemacht. Das ist so dumm gewesen. Jedenfalls, ich fand das halt wirklich sehr, sehr cool, dass der Flo hier war. Also das hat mir echt gut gefallen. Vielleicht kann ich so ein paar Sachen hier als Andenken so ein bisschen da lassen. Ich fand es halt richtig gut, dass der Flo mir ein bisschen geholfen hat bei der Magie, Leute, weil ihr müsst wissen, ich bin jetzt nicht so der absolute Magie-Experte, sage ich einfach mal, ne? Und der Flo kennt sich halt ein bisschen besser aus mit diesen Mods und sowas und deswegen hat er mir halt ein bisschen unter die Arme gegriffen, ja? Unter den Fuß hat er mir gegriffen und hat mir geholfen. Natürlich hat er mir nicht unter den Fuß gegriffen, Leute, aber ihr wisst schon, was ich meine. Er hat mir halt ein bisschen geholfen hier. Den Eimer können wir, ja komm, wir nehmen den Eimer auch einfach mal mit. Wo hat der Flo überhaupt das ganze Zeug her? Der ist hier so eine oder zwei Folgen ist einfach dabei und hat auf einmal so den übelsten Stuff hier einfach. Oh Mann, Mann. Warte, wir nehmen einfach mal hier nochmal eine frische Dings. Hä? Bananen, Karotten, Melonen, Gurken. Dankeschön, Flo. Vielen Dank. Das freut mich natürlich, dass du hier meine Kisten umbenannt hast, weil ich wollte eigentlich jetzt hier so ein paar Bricks rausnehmen, damit ich das Loch in der Decke stopfen kann, ja, weil da nämlich eben ein bisschen was kaputt gegangen ist und jedenfalls habe ich mir gedacht, dass wir heute noch mal ein bisschen mit der Magie rumspielen. Alter, hier sind überall Fahnen. Ich glaube es nicht. Flo, warum tust du das? Er hat hier überall so österreichische Fahnen angebracht. Also ich finde wirklich, die österreichische Fahne ist schon eine schöne Fahne, aber die muss doch nicht hier überall sein. Was soll das? Also, ich habe hier so ein paar Winter Gifts, ja. Um genau zu sein, habe ich hier 34 Winter Gifts. Und ich dachte mir, dass wir heute ein bisschen mit der Magie spielen, ja, dass wir einfach mal unseren Zauberstab zücken. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich das hier drücke, was passiert da? Okay, da kommen irgendwie so Blubberbläschen. Aber wir werden es gleich so ein bisschen besser ausprobieren. So, es hat doch anscheinend aufgehört zu regnen, Leute. Und was wir auch noch machen, ist uns Flo sein Haus ein bisschen genauer angucken und sowas. Aber das werden wir alles gleich noch tun. Aber jetzt erstmal werden wir hier diese komischen Dingsbums hier spawnen. Warte mal so. Ah, oh, ich bin hier noch auf Dings, Leute. Ich bin noch... Oh, oh, was ist das? Oh, ah, was passiert hier? Was passiert hier gerade? Ja, ich war nämlich noch auf Peaceful, weil das hier nämlich in der Nacht ganz schön gefährlich werden kann und sowas, Leute. Aber jetzt ist es angeschaltet und jetzt können wir ja mal auf unsere Kampffläche gehen und können dann mal hier einfach mit der Magie ein bisschen kämpfen und das mal ein bisschen ausprobieren. So, zack. Here's your present. Okay. Here is your present. Oh, da. Okay, du musst jetzt hier einmal... Geh weg! Geh weg! Das funktioniert irgendwie nicht. Warum kann ich den... Oh, oh. Oh, der haut aber ganz schön Schaden raus. Alter, der hieß einfach Rudolf. Wieso hieß der denn bitte Rudolf? Warte mal, wir müssen halt nochmal gucken. Da kam jetzt nichts. Was ist das hier? Da kommt ein Laser dann raus. Aber auch nur ganz kurz irgendwie. Okay, aber so bleibt er dann. Wenn ich jetzt nochmal schießen will, dann geht der weg. Das heißt, ich muss es immer wieder drücken. Okay, ich verstehe. Dann machen wir mal, was ist das hier? Upsala. Nein, 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 wir müssen irgendwie gucken. Ah, ah, okay, das ist also einfach Schnee. Leute, ihr müsst wissen, ich kenne mich halt überhaupt gar nicht damit aus. Auch wenn ich eine Brille trage wie Harry Potter, aber ich kenne mich trotzdem halt gar nicht damit aus. Wir können das nochmal ein bisschen weiter probieren, indem wir einfach mal das hier machen. Okay, ich will Monster haben, gib mir Monster, gib mir Monster. Oh, das ist ein Monster, das ist ein Monster. Okay, okay, jetzt müssen wir hier. So. Oh, lol. Lol. Alter, das ist irgendwie so eine Art Schutzschild, oder?
Haha! Und jetzt von hinten Angriff. Wow! Hä, mega cool. Bleibt das jetzt für immer da? Das wäre ein bisschen... Oh, jetzt ist es weg. Hä, bleibt das für immer? Ich weiß das gar nicht. Bleibt dieses Schutzschild? Das ist voll cool eigentlich. So ein Schutzschild. So, jetzt bauen wir hier wieder Rudolf. Ah! Mach hier Schutzschild. Nein! Er ist hinter das Schutzschild gekommen, Leute. Ganz und gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Oh, lol, man kann da sogar drauf laufen. Hä? Wie cool ist das denn? Oder? Ja, Tatsache. Oh, jetzt ist es weg. Nee, das verschwindet also von automatisch, Leute. Also, da können wir halt nichts dran ändern. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen was zu schnabulieren, weil sonst sterben wir noch in dem Kampf gegen das Böse hier in der Zukunft, liebe Leute. Genau. Was ich jetzt eigentlich machen wollte, war hier nochmal so ein paar Dings. Warte mal, wir können doch eigentlich auch mal gegen die da kämpfen. So, machen wir hier. Oh. Was passiert da? Da kommt einfach Schnee oder sowas in der Art. Warte mal hier, guck mal. Oh, lol. Oh, lol, verstehe. Warte mal, dann machen wir hier mal. Das hier, puh, hä, was willst du jetzt machen? Das ist irgendwie so ein Mini-Schutzschild. Ah, es tut mir leid, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Genau, das Ganze ist halt auch schon ganz cool. Warte mal, wir spawnen jetzt einfach mal ganz, ganz viele. Oh mein Gott. Warte, jetzt probieren wir mal den hier. Da passiert einfach gar nichts. Warum passiert da denn nichts? Hä? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es wirklich nicht. Keine Ahnung, ob ich da irgendwas falsch mache oder ob ich das richtig mache. Ich verstehe es halt einfach nicht. Machen wir die mal hier, die Attacke. Was passiert da, wenn ich H drücke? Ach, da kann man die Kombination also mitmachen. Dann machen wir mal H und U. Dann ist es eigentlich... Oh, wir brauchen eigentlich... Ach, egal. Komm, Leute. Mit der Magie müssen wir uns da nochmal ein bisschen besser anfreunden. Das dauert, glaube ich, auch nochmal seine Zeit, bis ich mich da ein bisschen mit anfreunden könnte. Wir haben ja auch einen Burger gekriegt. Das ist mega cool. Ein Bulkwalk-Burger. Das ist... Oh, lol. Alter, das Ding ist voll gut. Macht sogar Absorption 3, Leute. Jetzt würde ich mal gerne nach Hause gehen. So. Kurz mal alles ablagern zu Hause. Ich habe nämlich so ganz viel Zeug jetzt wieder mittlerweile im Inventar. Oh nein! Ich muss mir angewöhnen, dass ich meine Kisten sortiere, Leute. Ich muss mir das so angewöhnen. Ich brauche jetzt eine neue Kiste. Ich brauche jetzt eine neue Crab Chest. So, und zwar bauen wir jetzt nochmal eine neue Crab Chest, bevor wir jetzt hier weitermachen. Einmal das hier. So. Hupsala, dann machen wir einmal das und einmal das. Genau. Wir brauchen nämlich noch ein paar Kisten. Ich muss mich mal wirklich hinsetzen und mich ein bisschen hier dingsen hier, mich ein bisschen zusammenreißen und hier mal so die Kisten sortieren, weil ich so eine faule Socke bin, aber ich krieg's einfach nicht hin. So, dann machen wir jetzt hier einfach mal gerade alles rein. Da. Keiner hat was gesehen. Na. Oh, lol, das sind einfach 14 Eisenblöcke. Das ist sogar sehr gut eigentlich. Damit können wir echt viel anfangen. Damit können wir eigentlich theoretischerweise XP kaufen hier im Online-Shop, hier in Mine Bay. Genau, das war jetzt eigentlich der Käse, den ich hier essen wollte. Warte mal, wir gehen jetzt nochmal hier hinter. Der Käse, den ich essen wollte. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was Flo hier hinten Schönes gebaut hat. Einfach so dieses komische Mittelalterhaus. Ich weiß nicht, was sich Flo dabei gedacht hat. Der sieht doch, dass es eine moderne Stadt ist und er baut da einfach so einen dicken grünen Klumpen da rein. Ach, Flo. Oh Mann. Aber es war wirklich sau cool, dass Flo mal zu Besuch war. Das hat mir echt gut gefallen. So, also wir gucken uns jetzt mal das hier ein bisschen an. So, Flos Froschbude. Alter, was hat er denn hier drin? Oh, lol, Alter. Der hat einfach so Technikzeug hier drin. Mega nice. Warte mal, das können wir doch eigentlich auch mit zu mir nehmen. Aber das lassen wir erst nochmal hier drinnen. Wir gucken uns das nochmal ein bisschen genauer an. Was haben wir noch so hier drinnen? Alter, Flo. Was macht er denn hier, der Junge? Das ist unglaublich, ey. Da hat ja einfach so ganz viele Melonen. Ach, die können wir eigentlich mitnehmen. Das ist eigentlich Nahrung, Leute. Dankeschön, Flo, dass du uns die Nahrung mitgebracht hast. Mega cool. Was hat er noch hier? Ein Bett halt, eine Kiste. Oh, lol. Wie viel... Hä, der hat einfach mir der hat mir so viel Stuff geklaut, der Flo. Oh, guck mal, der hat sogar so ein Grand Stuff. Sau cool. Was hat er noch? Bisschen Tee. Oh, Melonen. Der hat richtig viele Melonen gehabt, der Flo. Dann hat er noch eine Full Can. Was hat er noch so? Das hier ist mein Dingsbums hier. Meine Pickaxe, die ich nämlich auch schon in meiner Folge gefragt hat, ob der mir die Bit wiedergeben kann. Irgendein Temple Key. Pizza hat er noch. Irgendwelches anderes Zeugs. Ansonsten noch irgendwie ein Blueprint. Ach so, das ist für ein Portal, glaube ich sogar. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war nämlich für ein Portal. Da haben wir nochmal so ein Paintbrush. Ansonsten hat er jetzt nicht mehr so viel guten Stuff. Ach so, der hat noch so Boxen. Oh mein Gott. Hä, lol, das sind so... Boah, lol, die können wir eigentlich aufmachen jetzt, Leute. Die können wir eigentlich aufmachen. Voll. Hä, das ist mega nice. Das ist mega nice. Ich esse gern Wasser. Ah, okay, ich sollte es einfach echt lassen, Leute. Ich sollte wirklich manchmal echt meinen Mund halten. Wir müssen jetzt nochmal kurz hier hinten diesen komischen Salztypen da töten. Also diesen Salt Tree nennt er sich ja. Und der muss jetzt erst nochmal das Zeitliche segnen. Hallo, Salt Tree. Du musst jetzt leider sterben. Komm her, Salt Tree. So, das war's dann für dich, ne? Wir machen jetzt nochmal so ein paar Boxen auf, Leute. Da ist bestimmt irgendwas richtig Cooles drin. Nichts. Auch nichts. Hä? Ach doch. Da ist Zeug drin, aber...
Ah, verstehe. Das kommt, das spawnt wohl komplett anders. Oh, lol. Ach so, da sind hier so ein bisschen Ingots sind da drin. Hä, voll interessant eigentlich. Das ist schon mega interessant. Oh, lol. Hä, was ist das? Was ist das? Small Skill Crystal. Kann man damit irgendwas Interessantes machen? Guck mal hier auf R oder U. Nee, damit kann man jetzt nicht unbedingt was craften, aber was bringt das? Also man muss Skill Level über 15 sein, um dass man das Ding, glaube ich, benutzen kann oder sowas. Ich habe es jetzt nicht ganz gecheckt, aber okay. Tee! Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich auch der Tee, den wir vielleicht mal hätten natürlich Mara bringen können oder sowas. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm gewesen. Das ist richtiger Tee, ja. Das, was wir Mara, Lars, krieg es in deinen dummen Kopf rein. Das hätten wir eigentlich Mara bringen können, weil die hat ja von uns irgendwie so einen komischen Tee bekommen aus der Candy Dimension, keine Ahnung. Aber wir hätten der auch eigentlich so einen Tee bringen können. Okay, ich lege mich jetzt nochmal kurz ins Bett, Leute, weil ich nämlich jetzt nochmal ein bisschen auf Expedition gehen wollte, nämlich was ich schon in den letzten Folgen angekündigt habe, aber doch nicht gegangen bin. Das werden wir jetzt noch tun. Wir legen uns jetzt erst nochmal kurz hin, weil es dann nämlich aufhört zu regnen und das ist nämlich sehr, sehr wichtig, ne? Und ich würde mal sagen, ich laufe jetzt mal kurz zu der besagten Stelle und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich. Wow! Wir haben ja schon in den letzten Folgen dieses Dorf hier erkundet. Ja, dort hinten war nämlich auch noch etwas, wo wir hingehen können. Wartet mal, ich kann das kurz zeigen. Da hinten nämlich diese komischen Statuen, die da stehen. Leute, ihr müsst mich daran erinnern, dass ich daran denke, dass wir da hingehen, Leute. Sonst vergesse ich das wieder, Leute. Schreibt mir mal einfach dann in der nächsten Zeit einfach Hashtag Banane in die Kommentare, damit ich daran denke. Und was wir jetzt nämlich vorhaben, ist nämlich nach dort hinten zu gehen. Nicht in diesen komischen Turm, den können wir auch noch irgendwann mal machen, wenn ich irgendwie Lust und Zeit dazu habe. Vielleicht livestreamen wir das Ganze auch. Ich weiß es halt noch nicht. Müssen wir halt mal gucken, ne? Aber wir werden auf jeden Fall da in diese Festung gehen, in diese, keine Ahnung, in diese Bastion nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Dort werden wir nämlich heute reingehen. Guck mal, hier ist so viel hinten. Hier ist richtig, richtig viel Zeug generiert. Dort ist nochmal so ein komischer Turm. Der sieht aus wie so ein Kelch oder sowas. So eine Art, so ein Kelch, der aus dem oben Feuer kommt und sowas. Und ich meine, ich habe auch hier hinten nochmal was Interessantes gesehen. Wartet mal, ich kann es euch auch nochmal kurz zeigen. Das ist nämlich auch richtig, richtig cool. Und zwar ist da nämlich so eine Art Sonne. Ich weiß nicht genau, was das ist. So ein Schrein oder so ein Zeug. Wartet. Das war nämlich hier... Alter, was sind das für komische Tiere? Oder was sind das für Wesen? Ich habe keine Ahnung, was das für Wesen sind. Nämlich das da hinten, meine ich. Das gibt es nämlich bei uns auch nochmal ganz in der Nähe. Also bei mir in der Nähe vom Haus. Und was soll das da überhaupt sein? Soll es irgendwie ein Mensch sein, der einen Creeper irgendwie umarmt oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Sieht so aus, ne? Oder so ähnlich. Oder? Ich glaube, ja, das soll irgendwie ein Mensch sein, der einen Creeper umarmt oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das da hinten sieht auch recht interessant aus. Das gibt es bei uns nämlich auch nochmal in der Nähe. Ja, da können wir eigentlich auch nochmal so in der nächsten Zukunft hingehen, liebe Leute. Ansonsten können wir jetzt eigentlich auch uns diese Bastion mal ein bisschen genauer analysieren. Können wir uns die Bastion jetzt nochmal ein bisschen genauer, ne? Und das wird auf jeden Fall interessant, weil ich habe sowas auch noch in gar keiner Folge gehabt oder sowas. Also bleibt auf jeden Fall nochmal ein bisschen dran, bis wir das Ganze hier erkundet haben. Das sieht auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr interessant aus, das Ganze. Ich kenne halt das da. Das kenne ich, also so Dungeons oder so Bastionen kenne ich, aber so welche kenne ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen wird es eigentlich ganz interessant, sich das mal ein bisschen genauer anzugucken. Guck mal, da ist ein Eisengolem, der läuft einfach rum. Eisengolem, komm da weg! Wollen wir Freunde sein? Alter, was ist hier passiert? Das ist ja mega buggy, Alter, diese Welt hier. Lol. Also, was haben wir hier? Hier sind Kisten drin mit Cobblestone. Okay, interessant. Was haben wir hier drin? Noch ein Cobblestone. Wow, wenn jetzt hier ein Cobblestone drin ist, esse ich einen Besen. Oh mein Gott, da ist ein Brot drin. Oh, danke schön, danke schön. Was ist das überhaupt? Hollytop Petals? Was bringt das? Kann man das essen? Man kann es nicht essen. Keine Ahnung, was das Zeug bringt, Leute. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Aber ich habe einen Silbercoin. Das ist ganz cool eigentlich. Bisschen Tee habe ich noch hier. Guter Öltee. Was haben wir hier drin? Oh, ein Hut. Yeah! Ein Zaubererhut. Dann haben wir nochmal so ein Zepter. Was bringt ein Zepter? Macht der Magie? Oh, damit kann ich irgendwie... Oh, oh. Tut mir leid, Eisengolem. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Aha. Also mit diesem Zepter können wir auf jeden Fall schon mal Schaden zufügen. Warte mal, Villager, deine Kuh muss jetzt da dran glauben. Ach, interessant. Aber ich weiß zwar nicht, mittlerer Damage, Laser drains health. Ach so, okay. Ganz interessant eigentlich das Ganze. Warte mal, wir können doch eigentlich auch mal so ein... Zaubererhut aufsetzen. Ich bin Harry Potter, liebe Leute. Ich bin Harry Potter. Was haben wir hier noch so drin? Irgendwelche anderen Stäbe, dann nochmal Cookies, Kuchen und sonstiges, was wir jetzt nicht unbedingt benötigen. Aber wir können jetzt nochmal ein bisschen weiter gucken. Es ist schon interessant, dieses Dorf oder diese kleinen Hütten-Dingsbums hier. Das ist halt wirklich... Oh, da war ein Cobblestone drin. Oh, jemine. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Dirt. Also ich glaube, so in diesen Häusern ist jetzt nicht unbedingt wirklich was Interessantes drin, Leute. Aber wir gucken uns trotzdem mal alles an, dass wir auch gar nichts übersehen können. Ja, das ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir hier alles richtig erkunden, alles genau erforschen, damit das Ganze halt hier auch einen Sinn und Swag hat, wenn ihr versteht, was ich meine.
meine, das hat alles halt Sinn und Swag. So, was ist hier drin? Oh, und Braustand, das ist sogar sehr cool. Dann haben wir nochmal irgendwie so einen Tee, das ist ein Pilztee. Oh, lol, das ist ein Pilztee, Leute. Was haben wir noch? So ein bisschen True Master Sword, Chili Pepper, brauchen wir eigentlich alles gar nicht so wirklich. Was haben wir hier drin? Oh, da gibt es schon mal ein bisschen, oh, Stone Bowl. Wir müssen halt mal gucken, dass wir jetzt nicht so viel Müll hier mitnehmen. Skill Orb können wir eigentlich direkt skillen. Naturtee, Alter, wie viele Tees in dieser Folge gibt es? Ja, unglaublich. Alter, ich habe wirklich in meinem Leben noch nie so viele Teen in Minecraft gesehen. Also so viele Tees. Tees? Teen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Tees ist die Mehrzahl von Tees. Keine Ahnung, Leute. Ah, ich bin manchmal echt ein bisschen hohl. Aber okay. Dafür mögt ihr mich ja, oder? Dafür mögt ihr mich ja. Ich weiß. So, was haben wir hier drin? Ein Brot. Das brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Was haben wir hier drin? Oh, ein Riesenschwert. Das ist auf jeden Fall... Oh, oh, das ist, glaube ich, sogar besser als das, was ich jetzt habe. Das wird auf jeden Fall mitgenommen. Das hier sieht auch ganz cool aus. Dann haben wir nochmal so ein Crumblehorn. Lol. Das können wir auch mitnehmen. Ansonsten weiter geht's, Leute. Das ist, glaube ich, ganz stark, dieses Schwert. Das können wir uns auch noch nachher nochmal ein bisschen verzaubern oder sowas. Aber ich glaube, hier gibt's halt echt nicht mehr so... Warte mal, gibt's hier noch viel Stuff zu gucken? Was ist hier drin? Nö, Essen. Essen, das ist jetzt nichts, was wir unbedingt benötigen. Ansonsten, was haben wir hier? Zack, auch nochmal Cobblestone. Also ich glaube, es ist jetzt echt nicht so viel. Warte mal, waren wir schon da hinten? Ich glaube nicht. Wir waren noch nicht da hier hinten auf diesen schwimmenden... Was soll das überhaupt sein? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Zeug hier sein soll. Das ist so dumm irgendwie. Warte mal, können wir nicht da irgendwie drauf? So, so, guck mal, jetzt machen wir hier die Action. Und yes! Oh nein, ich habe es nicht geschafft. Naja, egal. Dann müssen wir wohl... Das ist so wohl das Zeichen... Oh, oh. Ja, das ist wohl das Zeichen gewesen, dass wir ganz schnell wieder nach Hause gehen sollen und dann unsere Sachen halt ein bisschen besser sortieren sollen und so. Hä, wieso ist da Dings? Wieso ist das Bild runtergefallen? Wer war das? Wer stellt sich freiwillig oder wollt ihr auf die Finger gehauen bekommen? Hä? Wer war das? Hä, ich verstehe nicht, warum das jetzt einfach so auf dem Boden rumgelegen hat. Warte mal, dann machen wir einfach mal wieder. So, wunderschön. Das lassen wir jetzt einfach mal gerade so da, Leute. Das soll mich jetzt auch nicht irgendwie stören. Ah, ich glaube, das war nämlich die Kiste. Ich glaube, das war die Kiste. Ich räume das jetzt einfach mal wieder hier so rein. Da, 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 da. Da, 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 da. So, machen wir einfach mal alles wieder hier so rein. Das ist nämlich die Beute von heute gewesen. Oh, die Beute von heute, Leute. Oh, das hat sich alles drei gerade gereimt. Woo! Ich bin der richtige Reimemeister heute. Lol. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein bisschen, wie heißt das Zeug? Genau, da ist das Lapis Lazuli. Damit wir halt das Schwert nochmal ein bisschen besser enchanten können. Ich glaube, damit können wir das hier auch. Maximallevel. Und dann machen wir nochmal Lapis Lazuli rein. Funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Auto. Auto Drink. Aber wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Egal, dann machen wir es halt so auf die gute altmodische Art, Leute. Hiermit und hiermit. Ich glaube, das kannst du nicht enchanten. Nein, ich glaube, das geht nicht. Hä? Aber das hier kannst du doch easy... Hä, das kannst du auch nicht enchanten. Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen dumm? Hä, wieso geht das denn jetzt gerade nicht? Leute, wisst ihr, warum das nicht geht? Level Recruitment 5 brauche ich dafür. Hä, ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt... Ich glaube auch gar nicht, dass ich Level 5 bin, oder? Nee, ich bin nicht Level 5, okay. Ja gut, dann soll es halt nicht sein, oder? Dann soll es halt einfach nicht so gewesen sein. Oder ist es überhaupt richtig, was ich hier mache? Ist es überhaupt komplett richtig? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe wirklich gerade gar keinen Plan. Egal, Leute, ich werde mich mal da noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber ich würde mal sagen, das war es dann auch schon für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns auch wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Minecraft Zukunft. Und ciao.